Weiter geht's mit der Kreditorenumschlagshäufigkeit und der Kreditorendauer. Für die Berechnung der Kreditorenumschlagshäufigkeit und der Kreditorenumschlagsdauer brauchen wir auch hier wieder eine Zusatzangabe, und zwar die Handelswareneinkäufe mit 1782. Entweder wieder auf Pause oder gleich weiter mit mir zur Auflösung. Die Kreditorenumschlagshäufigkeit wird berechnet, indem die Lieferungen inklusive der Vorsteuer durch die durchschnittlichen Lieferverbindlichkeiten dividiert werden. In diesem konkreten Fall haben wir 1782 Lieferungen, also Handelswareneinkäufe, wie wir es vorher eben hier aus dieser Zusatzangabe sehen. Und diese sind natürlich exklusive der Vorsteuer. Aus diesem Grund müssen wir hier die Vorsteuer noch berücksichtigen. Auch hier wieder den österreichischen Steuersatz berücksichtigt von 1,20. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in Deutschland 19% hätten, dann müssten Sie einfach anstelle der 1,2 1,19 rechnen. Und dieses Ergebnis wird dann durch die durchschnittlichen Lieferverbindlichkeiten dividiert. Und die durchschnittlichen Lieferverbindlichkeiten finden wir hier auf der Passiva in den Lieferverbindlichkeiten 320 plus 308 summieren und durch 2 dividieren. Und daraus ergibt sich dann ein Wert von 6,8. Und wenn wir dann weitergehen wieder zur Kreditorenumschlagsdauer, so müssen wir 365 durch diese Kreditorenumschlagshäufigkeit dividieren. Somit ergibt sich dann ein Wert von 54 Tagen und bedeutet nichts anderes, wie dass wir im Schnitt alle 54 Tage unsere Lieferverbindlichkeiten begleichen und bezahlen. Ja, soviel zur Kreditorenumschlagshäufigkeit und Dauer.